Also, hier haben wir mal eine Partie, wo ich ziemlich viele Vorgaben habe. Also, das heißt, ich spiele ohne, also gegen einen Gegner, der keine Läufer mehr hat und nur noch ein Pferd. Dafür aber zwei Türme und die Dame. Und immerhin noch sechs Bauern. Also, die Maschine ist aber stark eingestellt. Das heißt, man muss auch erstmal dagegen gewinnen. Okay. Er fängt an mit E3, das ist relativ vorsichtig. Er besetzt also nicht das Zentrum, wie man es normalerweise tut, wenn man alle Figuren hat. Aber ich gehe natürlich gleich ins Zentrum mit E5. Er rochiert, bringt also seinen König zuerst in Sicherheit und dadurch, dass ihm hier ein Bauer fehlt, hat er auch gleich eine halboffene Linie, was für ihn natürlich schon mal nicht ganz unvorteilhaft ist. Ich entwickle den Springer. Und das Feld F7 ist ja generell eine Gefahr für Schwarz. Und wenn hier sowieso schon ein Turm lauert, dann blockiere ich das mit zusätzlich. Er entwickelt mit dem Springer auf C3. Ich gehe weiter ins Zentrum, das heißt, habe jetzt also das Zentrum völlig besetzt. Tja, was das ist, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich hat er diesen Zug gemacht. Das ist ja ein Rückzieher. Normalerweise macht man keinen Rückzieher, wenn man nicht muss. Ist wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass er keine anderen Figuren mehr hat, die er entwickeln könnte. Normalerweise könnte man jetzt einen Läufer rausstellen oder so. Aber gut. Ah ja, ich entwickle mit diesem Zug den Läufer einmal. Dann pinne ich den, wie man auf Englisch sagt. Das heißt, also ich fessel den Springer. Dahinter steht die Dame und in der Regel ist es so, derjenige, der mehr Material hat oder deutlich materielle überlegen ist, was hier der Fall ist, der kommt dem Sieg näher, wenn es ihm gelingt, abzutauschen. Und ein Springer gegen einen Läufer, das ist ein Abtausch. Das heißt, das wäre also für mich von Vorteil. Naja, hebt die Fesseln auf mit dem Damenzug und ich schlage gleich zu und nehme mir den Springer. Er nimmt mit der Dame zurück und ich entwickle weiter. Jetzt bin ich also so beherrschend im Zentrum. Ja, auch hier ein abwartender Zug, also nicht eher passiv als aktiv, weil wenn er hier ins Zentrum nach D4 vordringen würde, hätte ich ja die Möglichkeit, das zu öffnen, das Zentrum. Und das ist für ihn wahrscheinlich ein größerer Nachteil, deshalb spielt er erstmal abwartend und passiv. Ja, das ist der Abschluss, abgesehen von der Rochade, der Abschluss der Entwicklung. Jetzt habe ich alle meine Leichtfiguren draußen. Besetze hier nochmal das Zentrum. Und meine Idee ist auch, dass ich, falls der Bauer auf D4 kommen sollte, muss ich hier nicht unbedingt nehmen. Ich kann auch mit dem Läufer zurückgehen. Das sieht natürlich ein bisschen beängstigend aus. Also hier macht er sich so eine Doppelkanone, wie man sagt. Also den aus dem Weg geräumt und hier der König, das kann schon richtig gefährlich werden. Da setze ich die Dame entgegen. Kommt mit dem Turm. Vielleicht will er den Turm auf F1 und hier verdoppeln, weiß man nicht. Ah ja, und jetzt rochiere ich lang. Das heißt, ich habe hier verbundene Türme.
König wird dann nachher noch ein bisschen weiter in die Ecke gehen, ist hier gut geschützt. Also, ah ja, und jetzt wechselt es das Wort die Seiten, weil er gemerkt hat, dass ich lange rochiert habe und versucht hier Druck zu machen. Das erschwere ich ihm genauso, also analog, wie ich es vorher mit dem Springer hier gemacht habe, stelle ich jetzt einfach den Läufer davor. Jetzt geht er wieder zurück, was nicht so wahnsinnig viel Sinn macht. Also er hat wohl einfach gemerkt, dass er hier eh nicht durchkommt mit einem Turm. Ich bringe den König vollständig in Sicherheit. Ja, H3 verhindert, dass ich mit dem Pferd auf G4 gehe, womit ich seinen. Also das könnte ich im Moment nicht, sowieso nicht tun, weil hier die Dame steht, aber prinzipiell wäre das ein schlechter Ort, weil ich hier den Turm angreifen könnte. Deshalb, und der muss ja irgendwas ziehen. Ah ja, jetzt habe ich also, da ich lang rochiert habe und der König hier in Sicherheit ist, kann ich mich jetzt natürlich darauf konzentrieren, hier auf dem Königsflügel anzugreifen mit H5. Ja, jetzt setze ich zurück. Ja, ah ja. Die Idee hier mit dem Springer ist, den dann, glaube ich, auf G5 zu bringen, wenn mich nicht alles hört. Ah ja. Ah, oder genau. Er war dem F-Bauern im Weg, deshalb habe ich den Springer auf H7 gestellt. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, mit F5 richtig anzugreifen. Also das sind alles so Zeichen, das ist, als ob jemand sagen würde, ja, ich weiß, dass du materiell total überlegen bist. Ich warte mal, was du machst. Also ich konzentriere mich darauf, mich so gut wie es geht zu verteidigen, aber eigentlich bist du mir materiell überlegen, so dass ich es mir nicht leisten kann, so zu attackieren, wie ich es sonst tun würde. Jetzt kommt der Springer auf F6 mit der Absicht, dann auf G4 zu gehen, wo er doppelt geschützt ist durch die beiden Bauern und durch einen gegnerischen Bauern nicht mehr angegriffen werden kann. Ja, Königszug. So, und jetzt gehe ich dahin und greife natürlich seinen Turm an. Er geht zur Seite. Und jetzt, da ich weiß, dass hier alles sicher und abgeschlossen ist und hier nichts droht, besetze ich die Linie, die ja jetzt immer noch keine offene Linie ist. Aber wenn dieser Bauer mal weg ist, dann habe ich die Linie und dann gehört es mir auch. So, jetzt ist eine ziemlich spannende Situation. Hier habe ich mir ein bisschen überlegt. Ich kann das jetzt geschlossen halten, indem ich einfach mit den E-Bauern ziehe auf E4. Dann ist hier alles dicht, alles abgeschlossen. Aber ich habe mich dann entschieden, das zu öffnen, indem ich den schlage. Jetzt schlägt er zurück. E schlägt D4. Und jetzt hat er natürlich hier zwei gefährliche Türme, die erstmal meine Dame bedrohen. Aber meine Türme sind nicht weit und ich kann dem gut begegnen, indem ich erstmal ausweiche. Warum auf G7? Weil ich muss damit rechnen, dass er irgendwie auf E7 kommt, na, da ist das noch der Springer. Aber wenn ich mich jetzt auf F7 gestellt hätte mit der Dame, dann hätte ich den F-Turm nicht dazwischen schieben können. Das ist die Idee,
die Erklärung. Gehen wir da mal so. Was ihm natürlich diese Diagonale gibt, er könnte jetzt hier zum Beispiel hin auf F4, er könnte auch auf G5. Was hier gefährlich werden könnte für den Turm D8. Naja, und jetzt habe ich halt die Absicht, mit dem Turm auf F7 dann den Turm auf E7 zu bringen, weil der ist dann durch die Dame geschützt und durch das Pferd, also zweimal gedeckt. Ja, und jetzt macht er hier so einen relativ sinnlosen Versuch, mich unter Druck zu setzen. Ich weiß natürlich, dass ich jetzt hier nicht schlagen kann, weil sonst käme der andere Turm und ich wäre matt. Also, das ist ganz oft so, dass wenn man das erkennt, dass wir Schachspieler dann dem König ein kleines Loch bauen und wenn er ihn hier schlagen würde, dann würde er einfach mit dem Springer zurückgenommen werden. Das sieht er ein, dass das sinnlos war und geht wieder zurück. So, und jetzt fordere ich ihn heraus, so nach dem Motto, ich bin darauf auszutauschen und du kannst es dir eigentlich nicht leisten. Das macht er jetzt trotzdem. Ich nehme mit dem Springer den Königenzug. Ich fahre hier ran. Er macht nochmal Druck mit seiner Dame. Und das kann ich aber auch leicht parieren, indem ich sage, okay, zweimal angegriffen, zweimal gedeckt. Da passiert mir nichts. Und jetzt geht er mit der Dame wieder einen Schritt zur Seite. Und ich stärke hier meine Struktur. Also er kann natürlich jetzt hier die Diagonale besetzen auf F4 und mit Schach geben. Aber das ist ja nicht so ein Problem, weil ich hier noch den Läufer habe und dann dagegen halten kann. Also, das war um den Turm abzutauschen, das hätte ich gerne. Er versucht, den Turm zu behalten, wie man es eigentlich auch machen sollte, aber das war natürlich jetzt total blöd, weil jetzt werde ich natürlich nicht mehr den Turm abtauschen, sondern ich kriege praktisch zwei Punkte geschenkt, indem ich ihn mit dem Springer einfach nehmen kann. Und ganz abgesehen davon reduzieren sich die zwei Punkte auf einen Punkt, weil ich noch den Bauern nehme. Ja, und jetzt wird praktisch die Endphase eingeleitet. Daran sieht man eigentlich, dass er eigentlich schon aufgegeben hat. Eigentlich müsste er aufgeben. Also ich schütze den Turm mit dem Läufer. Er geht mit dem König nach hinten. So, und jetzt sehe ich, dass ich einen Abzugsschach habe, indem ich mit dem Turm auf E2 gebe, Schach. Er geht mit dem König zum Turm und ich kann ihm die Dame klauen. Er nimmt sich den König, aber ich kriege ja nicht nur die Dame, sondern ich kriege auch die beiden Bauern, räume ich noch ab. Ja, und jetzt hat er nur noch zwei Bauern und einen König. Und es ist nur noch eine technische Angelegenheit, wie man so sagt. Um den kann ich mich später kümmern. Ich schneide ihm erstmal den Weg hier ab, dem König. Er nimmt den noch. Ich muss mich um den gar nicht weiter kümmern eigentlich. Gebe ihm gleich einen Schach. Nehme ihn dann. Ja. Und jetzt ist er völlig alleine mit seinem König. Hier mache ich Platz für den Läufer. Gib noch einen Schach. Ja, und das war's.